Hallo. Dieses Projekt läuft, es läuft seit 20 Jahren und da sind auch meine Ursprünge in der Musikszene und alles, was man damit zu tun hatte. Da habe ich angefangen aus Leidenschaft, das ist ja immer der beste Einstieg in ein Thema, zu fotografieren. Ich habe live Fotos gemacht. Das war die Zeit, als Punk plötzlich aufkam, aus dem Nichts, der Anzündung, wo man plötzlich sagt, ich kann alles machen, was ich will. Ich brauche keine Technik, ich brauche gar nicht, ich muss eine gute Idee haben, ich muss was zeigen. Das ist eine Zeitung entstanden, ist auch aus diesem Gedanken heraus, die SPEX gibt es immer noch, ist gebunden haben, zusammengefaltet haben, in die Kioske gebracht haben, auf Konzerte mitgenommen haben. Und, ja, das war der Gedanke. Gab es ein paar Sachen, die wir auf Lima mal zusammengestellt. Das ist Kraftwerk, was ihr hier seht. Das sind Sachen, die nächstes Jahr auch in Düsseldorf im NRW Forum in einer großen Fotoausstellung zu sehen werden. Also meine Anfänge war bei SPEX, ich bin dann auch gleich so nach oben, wie man sieht, und hatte auch noch Haare. Und ja, so fing das alles an für mich. Ich bin quasi mit Bildern zu dem Magazin gegangen und die wurden dann auch veröffentlicht. Später kamen noch Kurzgeschichten, auch Titelgeschichten. Ich weiß nicht, wie er sehr scharf, der war so besoffen. Er hat immer nur vor der Kamera geschwankt und ich bin froh, dass ich ein scharfes Motiv hinbekommen habe. Er lebt sogar noch, habe ich jetzt gehört. Also ich hätte dem Mann keine 5 Jahre. Damals, das war Anfang der 80er, Mitte der 80er. Da war kein Management oder weiß der Teufel mehr freigeben. Das wäre dann irgendwie sofort aus dem Verkehr gezogen. Heute muss man ja, wenn man fotografiert, auch 10-seitige Verträge unterschreiben. Das hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Produktion auch. Es gibt allerwelts Bilder heutzutage, wo 40 Fotografen stehen und das gleiche Bild machen. Das war früher noch anders, konnte man entsprechen. Wir haben keine Berührungsängste. Nein. Heutzutage hat man auch keine Berührungsängste. Kunst alleine ist brotlos. Man muss